Die über 1000-jährige Burg Ranis oberhalb der gleichnamigen Stadt ist nicht nur für Geschichtsinteressierte einen Besuch wert. Auch in Sachen Kultur hat sie einiges zu bieten. Einmal monatlich gibt es hier Lesungen und Konzerte und am Donnerstagabend wurde in der Breitenbuchhalle zum ersten Mal ein Theaterstück aufgeführt. Rund 50 Zuschauer wollten sich diese Premiere nicht entgehen lassen und erlebten ein Gastspiel des Theaters am Palais Erfurt. Zu sehen gab es eine schwarze Komödie namens Gatte gegrillt. Also in dem Stück geht es, wie der Titel schon sagt, um einen Gatten, der gegrillt wird. Aber es geht nicht nur darum, dass er am Ende auf dem Grill landet, sondern er steht zwischenzeitlich schon zwischen zwei Fronten. Einmal auf der einen Seite ist es die Ehefrau, die ihn gut bekocht. Und auf der anderen Seite ist es halt die heiße Geliebte, die ihm im Bett entsprechende Genüsslichkeiten bereitet. Und da ist er schon wie in so einem Toaster, praktisch von zwei Seiten wird er da auch schon gegrillt. Deswegen ist der Titel umfassender zu sehen, als nur, dass er zum Schluss stirbt. Doch bevor das Stück sein bitterböses Ende erreicht, wird den Zuschauern gut anderthalb Stunden beste Unterhaltung geboten. Genug. Ich habe überhaupt nicht genug können. Ich habe mit der rechten Hand die obere Hälfte, mit der linken Hand die untere Hälfte gekratzt. Das hat mich gejuckt. Auf der Bühne stehen dabei Heinrich Kuss als Ehemann Ken zwischen zwei Fronten, Susanne Reis als seine Ehefrau Hillary und dann Ex-Frau und Sabine Henn als die junge Geliebte Laura und spätere Ehefrau. An Dramatik gewinnt das Stück, als Kens Liebschaft auffliegt und sich die beiden Frauen später sogar begegnen. Na, ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll. Sie werden mich umbringen. Na, Sie gehen jetzt weiter! Am Ende machen sie gemeinsame Sache, als Ken beim Essen an einer Fischgräte zu ersticken droht und keine der beiden ihn aus der Misere retten will. Er braucht was zu trinken. Ich hab nichts mehr. Jetzt sind wir Witwen. Jetzt sind wir Witwen. Die Leiche kommt dann aus dem Wohnzimmer erst einmal in die Kühlkammer für, wie der Titel des Stückes verrät, den späteren Verzehr. Mit Gatte gegrillt erlebten die Zuschauer auf der Burg Ranis einen amüsanten Abend mit einer herrlich schwarzen Komödie. Eine erfolgreiche Aufführung, die fast den Wunsch nach einer Wiederholung weckt. Von unserer Seite aus gerne. Also wir haben ein wunderbares Stück, das wir jetzt schon oft als Gastspiel angeboten und auch gespielt haben. Gretchen 89 FF, ein traumhafter Theaterabend über das Theater, aber auch über das Leben. Also in beiderseitigem Sinne kann man es auch wieder mal interpretieren. Ob und wann es wieder Theater an der Burg Ranis zu sehen gibt, steht noch nicht fest. Man darf aber gespannt sein.